Und herzlich willkommen an diesem Mittwoch zu RNF Live, liebe Zuschauer, an diesem für das Rhein-Neckar-Fernsehen sehr besonderen Tag. Mit mir im Studio und später in den Nachrichten zu sehen ist Markus Hoffmann und mit mir auf der Couch ist Ralf Kühnel mit einer sehr, sehr guten Nachricht. Richtig, denn die Botschaft des Tages ist, RNF ist raus aus der Insolvenz. Der Sende- und Geschäftsbetrieb sind dauerhaft gesichert. Und das hat vor allem damit zu tun, dass wir einen neuen Gesellschafter haben, einen erfolgreichen Unternehmer aus Heidelberg. Es ist Dr. Andreas Schneider-Neureiter, der Vorstandsvorsitzende und Gründer der SNP SE in Heidelberg. Eigentlich ein Softwareunternehmen, das sich auf die Transformation von Business-Software spezialisiert hat. Dort sehr erfolgreich ist, global. Mit Medien hat er bisher nicht so unglaublich viel zu tun gehabt. Aber er hat gesagt, dass RNF nicht mehr existieren sollte. Das kann nicht sein. Und hat sich jetzt bei uns engagiert und hat uns aus der Insolvenz herausgelöst. Dann fragen wir ihn am besten selbst, was ihn bewogen hat, bei RNF einzusteigen. Wir haben ihn zwischen zwei Terminen erreicht, liebe Zuschauer. Schönen guten Abend, Dr. Andreas Schneider-Neureiter. Auch einen wunderschönen guten Abend. Herr Schneider-Neureiter, was hat Sie genau bewogen, bei RNF einzusteigen? Das Rhein-Neckar-Fernsehen ist seit 30 Jahren am Markt. Leider in die Insolvenz gerutscht, aber ich sehe dennoch ein großes Potenzial für gebührenfreies Fernsehen, weil fast jeder Mensch auf dieser Erde einen Fernseher besitzt und nach wie vor Fernsehen immer wieder geschaut wird. Und ich sehe es auch einen wichtigen Teil der lebendigen Demokratie, neben Zeitungen, dass wir auch über Fernsehen informiert werden. In welche Richtung möchten Sie RNF jetzt entwickeln? Natürlich muss das Rhein-Neckar-Fernsehen nach wie vor die Informationsdrehscheibe der Region sein. Aber ich wünsche mir auch ein interessantes Unterhaltungsprogramm und auch einen höheren Stellenwert für Sport. Und wir müssen auch schauen, jüngere Zuschauer zu gewinnen, indem wir auch diese Medien, nämlich die sozialen Medien, bedienen, wo sich diese jungen Leute tummeln. Wie verstehen Sie denn Ihre Rolle als Gesellschafter bei RNF? Das Allerwichtigste ist das Überleben des Senders und dass das Rhein-Neckar-Fernsehen wieder ein sicherer Arbeitsplatz für die Mitarbeiter ist. Aber ich sehe auch hier nicht nur mich in der Verantwortung, sondern auch andere Unternehmen in der Metropolregion. Es geht nur miteinander. Es ist ein ganz wichtiger Teil der Infrastruktur, das Fernsehen hier. Und wir wollen die stärkste oder eine der stärksten Metropolregionen in Europa werden. Also sollte auch jeder sich hier in der Verantwortung sehen und einen Beitrag leisten. Andreas Schneider-Neureiter, vielen Dank. Ich bedanke mich auch. Auf Wiedersehen. Ja, Ralf, aus deiner Sicht, wie seid ihr zusammengekommen? Das ist ja alles noch gar nicht so unglaublich lange her, muss man ehrlicherweise sagen. Der Prozess ist in Gang gekommen, eigentlich erst mit der Nachricht Ende November, dass das Land Baden-Württemberg eine höhere Förderung für uns und die sechs anderen Regionalsender in Baden-Württemberg zur Verfügung stellen würde. Das war überhaupt erst der Startpunkt für den Insolvenzverwalter, zu sagen, da gibt es jetzt eine Sanierungsfähigkeit. Vorher, ohne diese Förderung, wäre es wahrscheinlich nicht möglich gewesen, überhaupt auch nur darzustellen, dass dieses Unternehmen irgendwann mal profitabel wird arbeiten können. Fernsehen ist nun mal teuer, es ist sehr aufwendig. Die Welt für uns wird nicht leichter. Die Politik hat entschieden, sie committet sich dazu, regionales Fernsehen zu fördern, weil es ein ganz wichtiges Informationslayer zwischen dem Landesfernsehen SWR, öffentlich-rechtlich, und den Regionalzeitungen ist. Das ist so ein bisschen die Grundlage der Argumentation dabei. Und dann hatte ich ganz kurz darauf die Möglichkeit, vor einem Kreis von Heidelbergern Unternehmern zu reden und einfach mal vorzustellen, was wir machen und wie unsere momentane Situation gerade ist. Und da hat man den ersten Kontakt, Andreas Schneider-Neureiter und ich. Der hat sich dann später noch mal ein bisschen verfestigt. Und dann hat er irgendwann gesagt, das ist tatsächlich erhaltenswert, da will ich rangehen. Und danach hat sich dann eben ein sogenannter Due Diligence-Prozess angeschlossen, in dem wir auf Herz und Nieren erstmal geprüft wurden, ob das alles so seine Richtigkeit hat mit uns. Also das Unternehmen wurde durchleuchtet, auch die Insolvenzgründe natürlich durchleuchtet. Und letztlich sind dann alle Beteiligten zu dem Schluss gekommen,
dass es sinnvoll wäre, hier eine Partnerschaft einzugehen. Und auf dem Stand sind wir jetzt. Sehr gut. Wie sieht jetzt die Zukunft aus von RNF? Naja, also zunächst mal können wir weiter unseren Journalismus machen. Dafür sind wir da. Das ist unser Auftrag. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Darüber hinaus haben wir jetzt einfach die Möglichkeit, uns anzuschauen, wie wollen wir denn gemeinsam in die Zukunft gehen. Wir haben nun einen Gesellschafter, der absolut digital aufgestellt ist, der auch so ein Stück weit durchleuchten kann, was brauchen wir denn für eine digitale, mediale Zukunft. Mhm. Insofern kann man sagen, wir machen das Programm, das wir haben, und werden es aber durchaus weiter in die Zukunft führen und auch in die Zukunft fortentwickeln können. Und ich glaube, das ist das, was alle hier in der Region durchaus für wünschenswert und wichtig erachten. Garantiert. Also es ist viel passiert in den letzten Wochen und Monaten. Was sind deine Erkenntnisse daraus? Naja, also zunächst mal war überwältigend die Solidarität und den Rückhalt, den wir aus der Region gespürt haben. Also das war wirklich eine Erfahrung, die man erst mal machen muss. Denn als wir in diesen ganzen Insolvenzprozess hineingegangen sind, ich kann es wirklich nur so beschreiben, das war erst mal ein dunkler Tunnel. Ohne Licht, in den wir mit Vollgas reingefahren sind, mit dem laufenden Betrieb. Und wir wussten wirklich nicht, gibt es auf diesem Weg irgendwo eine Weiche? Steht da irgendwo eine Wand? Kommen wir hinten aus dem Tunnel raus? Gibt es da überhaupt irgendwo ein Licht? Wie gesagt, dann kam diese Landesförderungsgeschichte dazu, die uns wirklich geholfen hat. Wir hatten einen Insolvenzverwalter, der Steffen Rauschenbusch, der ganz konstruktiv mitgearbeitet hat, der immer Möglichkeiten ausgelotet hat, wie können wir den Fortbestand sichern, wie können wir da weitergehen. Da hat ein Baustein in den anderen gepasst letztlich. Und was wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt war, einfach der Durchhaltewillen dieses Teams hier bei RNF, die einfach gesagt haben, wir senden weiter, egal, wir gehen da einfach voran, trotz der Unsicherheit, trotz der Existenzängste, trotz der Mehrarbeit. Es haben wirklich alle an einem Strang gezogen, ohne das wäre es nicht gegangen. Muss man ehrlicherweise sagen, so ein Insolvenzprozess, so ein Insolvenzverfahren bringt immer mit sich, dass man Kosten senken muss, dass man irgendwie darstellen muss, wie kann wirtschaftlicher Betrieb aussehen. Wir haben auf dem Weg Stellen abbauen müssen. Wir sind jetzt ein sehr kleines Team, bedauerlicherweise, und müssen jetzt natürlich schauen, dass wir wirtschaftlich arbeiten können, auch in Zukunft. Das heißt, wenn wir jetzt Personal beschäftigen, muss das vorsichtig passieren. Wir müssen wissen, gibt es eine wirtschaftliche Grundlage dafür, für das, was wir tun. Das hat sich nicht geändert, logischerweise. Der Andreas Schneider-Neureiter hat es auch gesagt. So ein Regionalsender ist eine regionale Aufgabe. Da müssen jetzt viele Partner einfach wieder mit an einem Strang ziehen. Wir sagen immer, wir haben ja kein Problem am Zuschauermarkt. Uns schauen nachgewiesenermaßen 400.000 Menschen sehr, sehr regelmäßig. Das ist eine in absoluten Zahlen gigantische Zahl an Menschen. Unser Appell ist einfach an die Unternehmen hier in der Region, macht euch bei uns sichtbar. Ihr habt ja was davon. Wir bieten diesen Platz, wir bieten Werbeslots, wir bieten Möglichkeiten, dass man Unternehmensvideos platzieren kann. Wir produzieren diese Unternehmensvideos. Die Botschaft ist einfach, nehmt unsere Dienstleistungen in Anspruch, nehmt unsere Plattform in Anspruch. Denn immer wenn sich hier jemand engagiert, ist das ein Stück weit die Garantie dafür, dass wir weiterhin Journalismus anbieten können, dass wir weiterhin für Transparenz in dieser Region sorgen, dass wir die einzelnen Subregionen dieser Region miteinander verbinden und einfach die Menschen auf dem Laufenden halten. Das ist es. Und in der Rechnung immer Henne-Ei-Problem. Wenn wir mehr Unterstützung bekommen, wenn Menschen, Unternehmen unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen, ist es für uns einfach, gutes Programm zu machen. Ganz einfache Geschichte eigentlich. Und daran arbeiten wir. Und das gehen wir an. Und heute Abend stoßen wir noch kräftig drauf an, würde ich sagen. Und dann. Ich glaube, ganz ehrlich, nach dieser Zeit, die jetzt seit Ende September ja dauert, nach wirklich dieser Zeit der Unsicherheit, gönnen wir uns heute Abend wirklich mal, dass wir durchatmen, wirklich ein Gläschen erheben und einfach den Moment wirken lassen. Und das ist, glaube ich, auch im Sinne von Andreas Schneider-Neureiter tatsächlich. Sehr gut. Und wir fangen jetzt direkt mit der Wirtschaftlichkeit an und machen Werbung.